ain't trying to hurt your feelings. Hallo liebe Leute, nein, ich werde nicht zum Supertalent gehen, aber er, Saschko. So, jetzt wollte ich von ihm wissen, warum? Viele Freunde oder, sage ich mal, Bekannte von mir haben gesagt, ja, also wenn ich dem was vorgesungen habe, haben sie gesagt, ja, es ist ganz gut. Andere haben gesagt, ja, könnte man noch hier und da ein bisschen verbessern. Da habe ich letztens in der Stadt, habe ich so einen Kerl getroffen, ich sage einfach mal Kerl. Ja. Und der hat gesagt, ja, aus deiner Stimme kann man echt was machen. Ja. Da hat es bei mir halt so Klick gemacht. Ich so, warum versuchst du nicht einfach mal? Du wolltest das schon immer machen, hast aber immer einen Rückzieher gemacht. Da habe ich gesagt, ja komm, gehe ich einfach mal hin und probiere es einfach mal aus. Und ich habe schon nichts zu verlieren, was soll ich? Soll ich schon verlieren. Erhoffst du dir irgendwas Bestimmtes aus dem Supertalent, wenn du da hingehst? Mehr Freunde. Nein, Scherz. Also ich hoffe mal, dass ich dann eine ehrliche Meinung kriegen kann. Also ja. Ob ich gut bin oder nicht, dass ich dann irgendwas entwickeln kann. Ah, was denn entwickeln? Ein Plattenvertrag, aha. Aber also jetzt so, ich sag mal, viele wünschen sich halt so Auftritte hier und da und ob man halt mal so per Musik halt was machen kann. Also, dass ich nicht zu Hause singen muss, sondern irgendwie eine Dusche, also nicht eine Dusche, sondern einfach mal rausgehen kann und da irgendwie, sag jetzt mal, jemand kommt und sagt, hey, hast du mal Bock bei uns zu singen, weißt du? Mhm. Einfach mal ein bisschen bekannter werden dadurch. Okay, abschließende Frage. Was sagst du zu den Leuten, die jetzt schon gesagt haben, du blamierst dich voll oder schämst du dich nicht? Was sagst du zu den Leuten? Was würdest du zu denen sagen? Also ich finde, die sollen sich selber mal in diese Haut stecken lassen. Also sich da... Eine schöne Haut. Ja, also sich da hineinversetzen, weil ich finde, ich blamier mich nicht. Ich will einfach nur wissen, was ich kann. Ja. Und entweder sie tolerieren das oder lassen es einfach sein. Und für mich ist das einfach so, wenn ich jetzt da hingehe und die sagen, ja ey, du bist gut, aber noch nicht so die perfekte Form vom Singen. Dann sage ich, ja okay, danke schön für eine ehrliche Meinung, für eine professionelle Meinung. Ja. Wenn mich jetzt andere sagen, ja du blamierst dich, ey, du kommst eh nicht weiter, ich hasse nachher alle, dann sind das für mich keine Freunde, dann kann ich da genauso gut drauf scheißen. Ja, das wollte ich gerade sagen. Einfach auf die Scheiße. Ich stehe hinter dir, Beton steht hinter dir. Beton ne? steht hinter mir. Das heißt, wenn du berühmt wirst, kann ich sagen, dich habe ich schon vorher im Bett gehabt, bevor du berühmt wurdest. Okay. Okay. Wir sehen uns dann nochmal, nachdem du bei dem Casting warst. Da werde ich dich nochmal interviewen. Machen wir. Verabschiede dich nochmal. Viel Glück. Heute. Viel Glück, viel Dankeschön. Erfolg. Dankeschön. You know I got a girl at home. Probably by the phone. You know I got a girl at home, all alone. If I keep fucking around with you, she'll be gone. And you know I got a girl at home. Probably waiting by the phone. You know I got a girl at home. Fucking around with you, she'll be gone.